Im heutigen Video klären wir einmal die ganz großen Mythen der Zahnmedizin. Stimmt es, dass man mit jedem Kind einen Zahn verliert? Muss man Milchzähne nicht putzen? Und sind weiße Zähne wirklich immer gesünder? Das erfährst du in diesem Video. Hi und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Tatjana Fägner, ich bin Zahnärztin und auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es jedoch losgeht, habe ich eine kleine Bitte. Wenn euch unsere Inhalte gefallen, dann klickt doch gern auf Abonnieren und dann geht's los. Wir fangen direkt mal an mit dem ersten Mythos und der hält sich sehr, sehr wacker und zwar, schlechte Zähne können vererbt werden. Oder auch anders formuliert, habe ich schon ganz oft gehört, ich habe schlechte Zahnsubstanz, deswegen habe ich so viel Karies, aber das habe ich alles von meinen Eltern geerbt. Das können wir direkt mal diesen Mythos ausmerzen, denn es ist wirklich einfach nicht wahr. Zahnstellung, Zahnfarbe und Zahnform können vererbt werden, also vielleicht sehen eure Zähne ganz ähnlich aus wie die eurer Eltern. Es gibt auch bestimmte genetische Dispositionen für richtige Erkrankungen des Schmelzes, der dann gar nicht richtig ausgebildet wird, aber die Anfälligkeit für Karies oder schlechte Zahnhartsubstanz, das ist nicht vererbbar. Wir haben also alle die gleichen guten Grundvoraussetzungen. Im Wesentlichen hängt es nämlich davon ab, wie oft und wie gut wir unsere Zähne putzen und wie viel Zucker wir essen. Also macht euch keine Gedanken. Ihr könnt keine schlechten Zähne vererbt bekommen. Jetzt kommen wir zum zweiten Mythos und zwar Kinderzähne oder Milchzähne müssen nicht gut geputzt werden, die fallen ja sowieso wieder aus. Also ja, Milchzähne fallen aus und ja, wir bekommen noch bleibende Zähne und die Natur hat sich sicherlich auch was dabei gedacht. Allerdings stellen die Milchzähne die Weichen für die lebenslange Zahngesundheit und wenn Milchzähne zu früh verloren gehen oder eine Entzündung haben, kann das die bleibenden Zähne schädigen. Es kann sogar so sein, dass der Durchbruch der bleibenden Zähne behindert wird, weil einfach nicht mehr genug Platz da ist, weil die Milchzähne zu früh ausgefallen sind. Also ganz, ganz wichtig, die gute Zahnpflege beginnt schon im Milchgebiss. Jetzt kommen wir zu Mythos Nummer 3. Weiße Zähne sind gesunde Zähne. Ja, also weiße Zähne stehen für Gesundheit und jemand, der weiße Zähne hat, wird auch immer als gesünder wahrgenommen. Wahrscheinlich unterbewusst interpretiert man da rein, dass er sich besonders gut pflegt und die Zähne putzt. Allerdings heißt das im Umkehrschluss nicht, dass gelbe Zähne nicht gesund sind. Also gelbe Zähne können genauso gesund sein wie weiße Zähne. Eine kleine Ausnahme, wenn eure Zähne schwarze Flecken aufweisen oder vielleicht sogar kleine Löcherchen, das ist davon natürlich ausgenommen. Gemeint ist die natürliche Zahnfarbe und da spielt es keine Rolle, ob die Zähne strahlend weiß oder eher gelblich sind. Und wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, eure Zähne aufzuhellen, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht zum Thema Bleaching. Das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Kommen wir zum nächsten Mythos und zwar Zahnkronen können keine Karies bekommen. Wäre eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Und irgendwie stimmt es auch, weil der Zahn natürlich, wenn er eine Krone bekommen hat oder eine Teilkrone, von allen Seiten von einer Keramik oder Metall umgeben ist. Das heißt, diese Flächen, die können erst einmal keine Karies bekommen. Allerdings haben Kronen einen ganz empfindlichen Bereich und das ist der Bereich, an dem Krone und Zahn aufeinandertreffen. Je nachdem, was es für eine Art von Krone ist, sitzt der mal mehr am Zahnfleischrand und mal ein bisschen höher. Und das ist die empfindlichste Stelle der Zahnkrone und auch dort kann Karies entstehen und manchmal sogar unbemerkt. Und die Karies kann sich auch unter der Krone ausbreiten, ohne dass ihr es merkt. Also eure Zähne mit Zahnkronen müsst ihr genauso gut putzen. Die sind manchmal sogar noch ein bisschen anfälliger für Karies, je nachdem, wo der Zahnkronenrand liegt und schützen euch leider nicht vor Karies. Und der letzte Mythos, der hält sich wirklich auch ganz, ganz stark. Jedes Kind kostet einen Zahn. Das habe ich wirklich schon so oft gehört. Und ich habe auch schon ganz oft gehört, dass das Kind, das ungeborene Kind, Kalzium aus den Zähnen der Mutter zieht, um irgendwie zu wachsen oder so. Das ist wirklich, stimmt überhaupt nicht. Das ist wissenschaftlich nicht belegt. Kalzium für das Ungeborene kommt nicht aus euren Zähnen. Ich kann ja mal versuchen zu erklären, woher dieser Mythos kommt. Es gibt zwei Gründe. Zum einen ist es natürlich so, dass viele Schwangere mit sehr viel Übelkeit zu kämpfen haben und sich oft übergeben und die Säure die Zähne schädigen kann. Das ist der Grund Nummer eins. Und der andere Grund ist, dass in der Schwangerschaft alles viel mehr durchblutet wird. Das Gewebe wird weicher, weil es sich auf die Geburt vorbereitet. Und das gilt genauso für euer Zahnfleisch. Das heißt, das Zahnfleisch wird ganz, ganz weich und damit anfälliger für Zahnfleischentzündungen. Und deswegen entsteht häufig die sogenannte Schwangerschaftsgingivitis, also die Entzündung des Zahnfleisches. Und früher, als es noch nicht so gute präventive Maßnahmen gab, gegenüber den Säureschäden und diesen Zahnfleischentzündungen, da kann es sicher mal dazu gekommen sein, also früher, dass die Frauen durch die Schwangerschaft auch einen Zahn verloren haben.
Aber heute weiß man damit umzugehen, also geht zur regelmäßigen Vorsorge, lasst eure Zähne reinigen und dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, dass ihr mit eurem Kind einen Zahn verliert, wenn ihr viele Kinder habt, keine Zähne mehr habt. Also da können wir wirklich super gut vorsorgen. Genau, das war mein Mythencheck. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Mythen mal gehört habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wir können dem Ganzen ja mal auf den Grund gehen, ob das stimmt oder nicht stimmt. Ich hatte jetzt nur unwahre Sachen dabei. Aber vielleicht hätte ich mal ein paar Mythen einbauen sollen, die auch stimmen. Vielleicht im nächsten Video. Und ansonsten haben wir natürlich noch viele andere interessante Videos, auch zum Thema Zahnkronen, wenn euch das interessiert. Bleaching hatte ich schon erwähnt oder auch zur Zahnreinigung in der Schwangerschaft. Klickt euch einfach mal durch unseren Kanal, lasst ein paar Kommentare da und bis zum nächsten Mal.